Als nächstes spricht zu uns Evelyn Giese, die Kita-Leiterin von dem Kita-Zentrum am Kleeblatt. Ja, guten Tag, Evelyn Giese, Kita-Zentrum am Kleeblatt von der Tandem-BTL Freie Trägerschaft in Nikolassee, dem Paradies, wenn ich das hier so höre, zu Marzahn und Hellersdorf. Ich verbringe eine Stunde am Tag meiner Arbeitszeit damit, am Telefon zu hängen, Mails zu beantworten und zu sagen, ich habe keinen Kita-Platz für Sie, es tut mir leid, ich habe keinen Krippenplatz für Sie, es tut mir leid. Also so viel zum Thema, es ist berlinweit das Problem. Ich habe im Vorfeld, wir denken sonst nicht so viel über unseren Beruf nach, sondern über unsere Arbeit nochmal nachgedacht und habe festgestellt, es ist ein ganz toller Beruf. Ein Traum. Wir kriegen die Kinder, da sind sie ungefähr so. Und plötzlich können die laufen. Und plötzlich reden die. Und plötzlich reden die uns in Grund und Boden und argumentieren auch noch. Ist nicht immer schön, aber oft haben sie recht. Es ist ein wunderschöner Beruf, der funktioniert über Bindung und Beziehung. Nur dann kann auch Bildung funktionieren. Bindung und Beziehung, kennen Sie alle, braucht Zeit. Wo sollen wir die eigentlich hernehmen bei diesem Personalschlüssel? Für alle sollte ich es vergessen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Ich lade Sie ganz herzlich, bitte nach Vorankündigung ein, einen Tag mit uns zu verbringen, mit den Kindern. Sie werden merken, Sie müssen lachen, es bleibt Ihnen nichts anderes übrig. Das ist das Wunderschöne an diesem Beruf. Sie werden traurig sein, Sie werden trösten müssen. Sie kriegen ein leckeres Essen und Sie werden geordnetes Chaos erleben. Warum? Wir haben Fachkräftemangel. Wir haben ganz einfach Fachkräftemangel. Irgendwer von Ihnen hat es gesagt, der ist nicht neu. Wir brauchen nicht hupsagen, dieser Fachkräftemangel. Wir schreien seit 10 Jahren, wir kriegen keine Fachkräfte mehr. Wir haben uns dieses Jahr entschieden, in Anbetracht des Fachkräftemangels, in Anbetracht unbesetzter Stellen, Quereinsteiger zu nehmen, Berufsbegleitende in Ausbildung zu nehmen. Ganz tolle Menschen, die wissen, was sie tun, auf was sie sich einlassen. Die verdienen noch schlechter als wir, das ist ja eigentlich kaum machbar. Was ist unser Problem? Diese Menschen werden uns zu 100% auf den Personalschlüssel angerechnet, als Fachkräfte. Diese Menschen sind 3 Tage in der Woche, machen wir es wie in der Kita, 3 Tage in der Woche in der Arbeit, 2 Tage sind sie in der Schule, die Kinder sind aber 5 Tage die Woche da. Das heißt, diese Arbeit, die die nicht leisten können, weil sie in der Schule sind und sich ausbilden lassen und zu ganz sicher tollen Erzieherinnen werden, weil niemand sonst so viel Bezug zur Praxis hat wie diese Leute, diese Frauen, diese Männer, Männer habe ich nicht. Jetzt habe ich den Faden verloren. Die sind nicht da, also muss das Restteam, was sowieso schon arbeitet wie blöd, um es wirklich deutlich auszudrücken, auch all diesen Ausfall kompensieren. Und trotz allem, wenn mich jemand fragt, was der Weg ist, der Weg sind die Berufsbegleitenden, weil diese Menschen wissen, auf was sie sich einlassen. Das sind 3 hammerharte Jahre für diese Leute, es sind 3 hammerharte Jahre für uns. Die gehören runter vom Personalschlüssel, unbedingt. Wenn Sie mich fragen, wie Sie diesen Beruf attraktiver machen, eine Berufsanfängerin fängt mit ungefähr 2.600 brutto an. 2.600 brutto, davon soll sie wohnen. Also Sie können sich entscheiden, wohnen oder leben oder Altersvorsorge. Die Entscheidung fällt Ihnen oft schwer. Eine Erzieherin, Erzieher mit 10 Jahren Berufserfahrung ist dann schon bei circa 3.200 Euro. Und wissen Sie, wo ich nächstes Jahr bin? Ich gehe in Rente und werde die Kinder sehr vermissen. Ich werde aber auch mein jetziges schlechtes Gehalt vermissen. Ich werde bei 1.200 Euro Rente sein. Und dafür habe ich 35 Jahre lang in Vollzeit gearbeitet, davon 33 als Leitung. Ist nicht befriedigend. Wenn Sie Anreize schaffen sollen, muss es übers Geld gehen. Der Rest, den Herz... Applaus
Vor 10 Jahren waren wir noch auf Demos, es geht nicht, Quereinsteiger, es geht einfach nicht. Heute sage ich 2 Hände, 2 Füße, ein riesiges Herz, ein Kopf, der mitdenkt. Wir nehmen alles, damit wir die Zeit haben, das zu tun, was wir tun sollen, verpflichtende Aufgaben. Toll, dass sich die Qualität verbessert hat. Toll, so ein Sprachlerntagebuch. Toll, das BBT. Toll, interne Evaluation. Kostet Zeit. Zeit, die wir nicht am Kind verbringen. Ich will die nicht weghaben. Ich will Zeit dafür, wofür wir eigentlich mal in diesem Beruf eingestiegen sind. Wir wollen mit den Kindern dahin kommen, dass die so im Leben stehen. Und wenn man ein Kind nicht groß nervt und in die Ecke oder in die Ecke steht, steht es sowieso schon im Alter von 2 Jahren so vor ihnen. Und es ist toll und es soll so bleiben. Genau das brauchen wir. Kinder, die den Mund aufmachen, die mitdenken, die sich was trauen und die mutig sind. Aha. Ich bin parteilos, ich bin immer wieder gefragt worden, warum gehst du da hin? Ich weiß auch nicht, warum ich den Mut aufgebracht habe oder den Unsinn. Ich möchte Ihnen allen eins sagen, auf jedem blöden Werbewahlplakat, egal fast jeder Partei, steht, Kinder sind unsere Zukunft. Wir leben es. Ich möchte, dass Politik das für uns auch möglich macht, dass wir es leben können, und zwar so, wie wir es leben wollen. Mein Team brennt für diesen Job. Die haben Anfahrtswege, die sind abartig, die kommen aus dem Prenzlauer Berg öffentlich nach Nikolassee, falls einer weiß, was das bedeutet. Die sind nicht immer pünktlich da, können sie auch nicht. Aber ich möchte, dass meine Leute bei mir bleiben. Ich möchte nicht, wenn jemand bei mir schwanger wird von den jungen Kolleginnen und die zu mir sagt, hast du mal 5 Minuten und ich weiß sofort, was kommt. Ich möchte da nicht sagen müssen, herzlichen Glückwunsch, weil ich weiß, es sind wieder 1,5 Jahre ohne Fachkraft. Kinder sind unsere Zukunft. Reden Sie nicht nur drüber, tun Sie was. Nächstes Mal bringe ich die Kinder mit. Vielleicht hilft's. Frau Giese, ich glaube, ich spreche offensichtlich für uns alle. Vielen, vielen, vielen Dank für diesen Einblick. Es war wirklich mal nötig, dass jemand so deutlich, der aus der Praxis kommt, so deutlich nochmal sagt, was eigentlich Sache ist. Deswegen ganz herzlichen Dank, dass Sie sich trotz des schönen Wetters, trotz des, ist es nun sinnvoll oder unsinnig, den Tag hier zu verbringen, entschieden haben, herzukommen und uns einen Einblick zu geben. Vielen, vielen Dank und wir wünschen Ihnen wirklich alles Gute weiterhin für Ihre Arbeit und vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Meine Einladung war ernst gemeint für diejenigen, die in dem Bereich sich engagieren. Kommen Sie rum, wir brauchen viele Dinge nicht mehr diskutieren. Warum der Personalschlüssel zu niedrig ist, mein letztes, okay, ich verspreche, für 8 Wochen alte Babys. Sind 4 8 Wochen alte Babys, 4, ist eine Erzieherin vorgesehen, die auch nur 2 Arme hat. Das ist unser Personalschlüssel. Ja.